Route. Oder? Kriegt er mich? Nein. Oh doch, der Jax hat mich erwischt, aber ich habe auch den Shen noch erwischt. Ich wollte gerade mal gucken. Ach nein. Verdammt. Ich habe es vergessen, was ich gucken wollte. Naja gut. Gehen wir erstmal wieder hoch. Da ist nämlich der Jax, der noch ein bisschen gerade meine Minions wegmacht. Und das muss ja nicht sein. Der Fiddlesticks ist unterwegs. Macht Hopp. Der wird gerade Jax begegnen. Genau. Und hat ihn auch begegnet. Wir kriegen ja gleich die Nachricht, ob er ihn getötet hat. Jetzt jedenfalls noch nicht. Ah. Ja, er wird es auch anscheinend nicht, weil da der Shen ist. Und der ist ein ganzes Stück besser als er. So wie das aussieht. Obwohl der Shen eigentlich gar nicht so stark ist, weil der mich ja auch noch nicht besiegt hat. Bisher, das war ja nur mit Hilfe des Jax möglich. Jetzt haben wir jedenfalls Pilze. Können die in den Busch stellen und damit haben wir auch ausgeleuchtet den Busch und sehen auch, wenn da einer drinne steht. Das machen wir dann gleich hier unten in dem Busch noch. Aber davor müssen wir erst einmal ein bisschen die Reihen der Gegner sortieren. Der ist da in den Busch hinein. Den kriege ich aber nicht mehr. Der wird auch jetzt zurückgehen, so wie das aussieht. Trotzdem, falls der Jax kommt, setzen wir hier mal einen Ward, also einen Pilz. Der hat noch zwei von denen. Wenn ich jetzt auf ihn drauf gehe, kriege ich ihn nicht tot. Wenn ich jetzt mich hier in diesen Busch darstelle, vielleicht. Gehen wir doch einfach mal rein. Dann muss das aber jetzt richtig schnell gehen. Der heilt sich natürlich wieder. Das ist ein bisschen suboptimal, dass der sich da heilt, weil dadurch ist er natürlich stärker. Gehen wir erstmal wieder hier hoch. Dann ist man halt von da irgendwie angreifen können. Hauptsache der Jax kommt jetzt nicht wieder von hinten angebrummelt. Auf jeden Fall kriegt man jetzt den. Nein. Gut, da war er zu schnell weg. Aber wir haben ihn Schaden reingehauen, sodass er geflüchtet ist. Ah nein, er ist noch da. Der Gute. Der wartet. Ja, wir hauen den immerhin schön weiter Schaden. Aber kriegen ihn halt nicht down. Aber jetzt nimmt er seinen letzten Heal. Immerhin was. Dann setzen wir hier erstmal einen Pilz hinein. Nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich jetzt. Gehen wir erstmal zurück und warten dort. Der Shen wird nämlich definitiv kommen. Und wenn er kommt, dann war es das mit dem Guten. Ich hoffe jedenfalls, er kommt. Bisher kommt er nicht. Täusche ich mich da? Ist er etwa tatsächlich weggegangen? Shit. Naja, immerhin kann man dann ungehindert farmen. Unser Jungler wurde mal wieder getötet. Oh mein Gott, was soll das noch? Da unten ist der Shen. Was macht denn der da unten? Aber er kommt anscheinend wieder hoch. Wenn er jetzt hochkommt, wird er doch durch den oder den Busch gehen.
Wenn er aber da durchgeht, kriegt er heftig Schaden. Ach nein, er hat sich teleportiert. Schade. Links, 2, 3, 4. So. Der Shen kommt aber auch nicht. Da ist er jetzt. Jetzt ist er da. Aber der wird nicht mich angreifen, weil er Schiss hat. Der hat richtig fett Schiss von mir. Das merkt man richtig. Weil er mir halt wirklich nicht zu nahe kommt. Ja. Und da haben wir den guten Jax entdeckt. Der mich woanders erwartet hatte. Verdammt. Nein. Gestorben. Shit. Das war... Shit. Das war ganz, ganz schlecht jetzt gemacht von mir. Mist. Zu zweit kann ich sie nicht schlagen. Wenn die da kommen. Aber der Shen, der kann nichts. Und eigentlich der Jax alleine auch nicht. Wer hat mich jetzt getötet? Der Shen anscheinend. Oder der Jax. Die sind alle richtig fett gefeedet. Bis auf der Shen. Ich werde die Gegend ausspähen. Ja, wir müssen mal einen Kill machen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal. Bot oder Midlane. Erstatte Meldung. Mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Jedenfalls brauchen wir definitiv mal einen Kill. Und in der Mitte und Bot sind sie gerade. Das heißt, es würde sich gut treffen, da ich fett Schaden mache. Falls ich der Nagel noch an sie rankomme. Aber ich denke mal, die haben hier gewordet. Lux ist durch. Und damit ist wenigstens der Jax tot. Aber die Lux hat mich erledigt. Ja, gegen beide bin ich halt dann doch nicht gut genug. Ja, da kommt auch keiner aus dem Team mal zu Hilfe. Aber wenigstens hat das ordentlich Geld gebracht. Das hat sich mal gelohnt. Nämlich 432 Gold ist ganz gut. Und die Lux habe ich auch noch geschwächt. Vielleicht kann damit jetzt unsere Lux ein bisschen arbeiten wenigstens. Oben ist wieder dieser nervige Shen. Der ist aber auch schlimm, der Typ. Der nervt schon ein bisschen. Der hat einfach nur viel Leben. Mehr hat er nicht. Der kann auch nicht wirklich viel Schaden austeilen. Der hat einfach nur fett viel Leben. Und ständig ein Schild.